Es ist an der Zeit, dass ich endlich mal Sarah J. Maas lese. Ich lese seit vielen, vielen Jahren. Ich habe jetzt seit 2,5 Jahren diesen YouTube-Kanal hier, in dem es nur um Bücher geht. Ich lese total gerne High-Fantasy-Bücher und trotzdem habe ich noch kein einziges Buch von Sarah J. Maas gelesen. Ich habe aber Bücher von ihr auf meinem Sub. Und es ist jetzt endlich an der Zeit, diese von meinem Sub zu befreien. Zumindest das erste davon. Und ich dachte, warum dazu nicht einfach mal einen Reading-Vlog drehen, weil wir das sehr lange nicht mehr hier auf diesem Kanal hatte und ich diese Formate sehr gerne drehe und selber auch sehr gerne anschaue. Ich hatte ein bisschen Probleme damit, mich zu entscheiden, welches Buch denn ich jetzt lesen möchte, beziehungsweise welche Reihe. Denn ich habe sowohl den ersten Teil der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas zu Hause, als auch die ersten paar Bände von A Court of Thorns and Roses auf Englisch hier zu Hause. Letztendlich habe ich mich aber für Throne of Glass entschieden. Einfach aus dem Grund, weil mir gerade nicht so danach ist, auf Englisch zu lesen und ich lieber etwas Deutsches lesen möchte. Deswegen habe ich hierzu gegriffen und das war ja auch so die erste Reihe von Sarah J. Maas, über die man, also die, zumindest ging es mir so, so richtig viel gehört hat, die sehr, sehr präsent war auf Social Media, vor allem auf YouTube vor mehreren Jahren. Mir ist tierisch heiß, ich muss meine Strickjacke ausziehen. Ich schwitze mir hier gerade einen Bären. Ich habe mir heute den Tag so ein bisschen freigenommen, beziehungsweise mir so ein paar Stunden freigeschaufelt, in denen ich jetzt endlich anfangen möchte, hier drin zu lesen. Ich habe nämlich richtig Lust auf High Fantasy und bin sehr, sehr gespannt. Ich muss sagen, ich weiß relativ wenig über den Inhalt. Ich weiß, dass sehr, sehr viele diese Reihe sehr feiern. Und ich hoffe natürlich, ich gehöre auch dazu. Was ich mir hiervon verspreche, ist einfach eine knallharte Protagonistin, was sie wahrscheinlich sein wird. Denn hier geht es ja darum, dass Selena zum Tode verurteilt ist, aber sie dann wohl dazu auserkoren wurde, vom Kronprinz Dorian steht hier, in einem tödlichen Wettkampf für ihn zu kämpfen. Gewinnt sie, erhält sie ihre Freiheit zurück, verliert sie, bezahlt sie mit ihrem Leben. Und da es hier eine Reihe mit mehreren Bänden ist, gehe ich mal davon aus, dass sie diesen Kampf gewinnen wird. Von daher denke ich mal, dass sie schon eine knallharte Protagonistin ist, die weiß, was sie tut. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und freue mich riesig. Licht ist äußerst bescheiden gerade. Aber ich habe das Bedürfnis, ein Update zu geben. Es ist noch der gleiche Tag. Aber jetzt später am Abend. Es ist 9 Uhr abends. Und ich habe richtig viel gelesen heute. Ich bin bei Seite 113. Ich glaube, dass ich heute jetzt fast in einem Rutsch die ersten 100 Seiten gelesen habe. Sagt ziemlich viel darüber aus, wie mir das Buch gefällt. Ich finde es bisher nämlich richtig klasse. Ich finde die Handlung bis jetzt extrem gut. Es geht halt um Selena, ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird, so spreche ich es zumindest in meinem Kopf aus. Und ich habe ja schon ein bisschen so nur von dem bisschen, was halt hinten auf dem Klappentext steht, erzählt, so worum es gehen soll. Dieser, also im Prinzip, so wie ich es verstehe, geht oder dreht sich ein großer Teil dieses Buches um diesen Wettkampf. Um diesen Wettkampf auf Leben und Tod. Sie ist eigentlich eine Gefangene. Sie bekommt dann aber vom König die Chance, wenn du das und das für mich machst, hast du die Aussicht auf Freiheit. Und dieses Teil des Deals ist, dass sie halt an diesem Wettkampf aber auch teilnimmt. Und da ich weiß gar nicht, wie viele andere Gegner halt besiegen muss. Und das ist halt wohl auch erstmal, ja, das, wo es jetzt gerade drum geht. Sie ist jetzt in dem Schloss bei dem König sozusagen angekommen und sie ist halt auch genauso, wie ich vermutet habe. Also sie ist Assassinin, das heißt, sie zögert nicht groß rum, sondern handelt. Und
hat auch schon mehrere Menschen auf dem Gewissen. Es zeichnet sich halt auch so ein bisschen heraus, dass ja, sie oder ihre Herkunft, es ist halt so ein bisschen geheimnisvoll, es wird so ein bisschen angedeutet hin und wieder. Also es wird halt erzählt, warum sie eine Assassinin ist und die Frage ist halt so, was war davor? Und das finde ich sehr, sehr spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt irgendwann im Laufe entweder des Buches oder der Reihe sein wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und es liest sich einfach wirklich flott, muss man sagen. Ich habe immer gedacht, das wäre halt ein Buch, an dem man relativ lange liest. Das ist aber gar nicht so. Also wie gesagt, die ersten 100 Seiten sind halt echt fast nur so geflogen. Ich dachte irgendwie auch immer, dass es viel mehr Seiten hat. Also dieses Buch, der erste Band, der hat jetzt ungefähr 500 Seiten, glaube ich. Und ja, wenn das in dem Lesetempo so weitergeht, dann habe ich das ja wirklich relativ fix durch. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie es hier weitergeht. Ich mag die Charaktere bisher sehr, sehr gerne. Ich meine, es sind halt auch jetzt dann auch erst 100 Seiten. Das heißt, ich muss halt noch, die Charaktere muss man ja auch erst dann noch kennenlernen. Aber so das, was man bisher gelesen hat, bin ich ziemlich guter Dinge, glaube ich, dass das gut werden könnte. Ich bin etwas über die Hälfte hinaus und es ist jetzt Montag. Ich habe Freitag das Video angefangen zu drehen, das heißt freitags angefangen dieses Buch zu lesen und ich bin schwer begeistert. Also ich bin schon lange nicht mehr so durch ein Buch geflogen, sage ich ganz ehrlich. Es macht einfach so einen Spaß. Ich habe so einen Spaß an diesem Buch. Der Inhalt ist ganz anders als das, was ich gedacht habe zunächst. Und es kristallisiert jetzt sich ja jetzt nochmal irgendwie nochmal so ein neuer Aspekt heraus. Also es gibt halt eine Bedrohung, eine Gefahr und was das jetzt ist. Und ich habe, was so Selenas Vergangenheit oder Hintergrund angeht, da gab es ja so ein paar versteckte, also nicht wirklich versteckte, aber es gab halt so ein paar Hinweise darauf. Und ich habe halt so meine Vermutung. Und bin da sehr gespannt, ob bzw. wann das halt irgendwie noch weiter thematisiert wird. Sie ist ja schon sehr geheimnisumwoben, muss man sagen. Und welchen Satz auf dem Klappentext ich bisher immer völlig ignoriert habe, ich habe den irgendwie nie gelesen. Ich habe so nie diese drei Sätze hier oben wirklich gelesen, sondern immer nur dieses Stück hier. Da steht, zwei Männer lieben sie. Und das zeichnet sich jetzt halt auch mittlerweile so ein bisschen ab, so wer diese zwei Männer sein könnten. Aber was ich hier halt mag, ist, dass halt nicht so dieses Thema Liebe oder Romanze oder was auch immer im Vordergrund steht, überhaupt nicht. Also es wird hin und wieder mal thematisiert, dass Selena sagt so, ja, sie findet so und so ist ja schon sehr attraktiv. Und man merkt halt, dass diese zwei Männer, merkt man halt so, dass sie wahrscheinlich auch schon irgendwo ja, romantische Gefühle für Selena hegen. Aber das steht halt überhaupt nicht im Vordergrund. Das ist absolut hintergründig. Im Vordergrund steht wirklich so die eigentliche Geschichte, worum es eigentlich geht. Dieser Wettkampf, für den halt Selena in das gläserne Schloss geholt wird. Und dann halt diese Bedrohung, die sich dann halt irgendwann nach und nach abzeichnet. Ich finde es extrem gut. Ich habe Teil 2 schon in meinen Warenkorb gepackt und wenn ich kurz vor Schluss bin, dann werde ich das bestellen und werde direkt mit Teil 2 dann wahrscheinlich auch weitermachen. Keine 100 Seiten mehr. Ich bin gespannt. Später am Abend. Beendet. Teil 1 von Throne of Glass ist beendet und ja, ihr könnt euch vielleicht denken, ich habe es sehr gemocht, ich habe es sehr genossen. Ein Buch, das ich für meine Verhältnisse mal wieder sehr, sehr schnell gelesen habe, endlich mal wieder eins. Ich glaube, es war jetzt
so knapp über eine Woche, die ich daran gelesen habe. Das Ende fand ich auch sehr, sehr vielversprechend. Genau irgendwie so das, was ich mir gewünscht habe fast. Und insgesamt hat das Buch von mir 4,5 Sterne bekommen. Ich habe überlegt, 5 zu geben, aber ich wollte dann letztendlich doch noch so ein bisschen Luft nach oben lassen, denn ich habe Post bekommen und das machen wir jetzt auf. Yes! So, Teil 2 und Teil 3 sind auch schon bei mir angekommen. Ist jetzt richtig, oder? Das ist Teil 2, hier Kriegerin im Schatten. Das ist von der Seitenzahl wahrscheinlich ähnlich zu Band 1 oder hat das nochmal mehr? Das ist eine Leseprobe. Ja, sehr ähnlich. Oh, das ist auch eine Leseprobe. Wahrscheinlich dann zu Teil 3. So, wie weit geht's eigentlich? Ja, also nur knapp von der Seitenzahl über Band 1. Und das werde ich nämlich jetzt dann auch bald direkt anfangen zu lesen. Und werde euch auch dabei jetzt hier in diesem Vlog weiter mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Bock, dass es noch weitergeht damit. Und damit werde ich dann jetzt auch bald direkt durchstarten mit Band 2. Ich freue mich sehr drauf, wie es weitergeht. Und ich finde ja vor allem, wenn man sich mal das Cover von Band 3 ansieht, das sieht ja noch vielversprechender aus irgendwie. Also da sieht sie ja wirklich so richtig, richtig badass aus, finde ich. Und das macht mich einfach sehr, sehr neugierig auf den weiteren Verlauf dieser Reihe. Ich freue mich, dass ich die nächsten Teile jetzt hier habe und dann auch sehr bald diese Reihe weiterlesen kann und hoffentlich dann auch nicht so lange brauche, um sie komplett beendet zu haben. Denn das ist mein Ziel. Ich möchte möglichst schnell diese ganze Reihe zu Ende lesen. Ich glaube, es ist mal Zeit für ein Update. Hierzu Teil 2 von Throne of Glass, Kriegerin im Schatten. Ich bin knapp über der Hälfte. Ich bin bei Seite 287. Ich habe noch gar nichts dazu erzählt, glaube ich. Ich lese den zweiten Teil eine ganze Ecke langsamer als den ersten. Durch den ersten bin ich ja nur so geflogen und beim zweiten muss ich aktuell so ein bisschen mir die Zeit frei schaufeln, um zu lesen, ehrlich gesagt. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich auch vom zweiten Teil schwer begeistert. Es ist mir aber ein bisschen schwerer gefallen, reinzukommen in die Geschichte, obwohl ich ja eigentlich fast nahtlos weitergelesen habe nach dem Ende von Band 1. Trotzdem habe ich mich mit dem Anfang so ein bisschen schwer getan irgendwie. Aber es geht halt auch wirklich fast nahtlos weiter mit den Ereignissen aus dem ersten Teil. Das Ganze wird weiter gesponnen und es werden neue Fragen gestellt, beziehungsweise man erfährt als Leser, ja, dass da einiges passiert und mit Sicherheit auch noch in den Folgebänden einiges passieren wird. Und ich freue mich so richtig darauf. Das ist so eine, ich weiß, diese Reihe ist ja super umfangreich. Wie viele Bände gibt es insgesamt? Lass mich mal gucken. 7. Es gibt 7 Bände insgesamt und ich freue mich so sehr darauf, zu erfahren, wie es mit dieser Grundgeschichte weitergeht. Und ich glaube halt einfach, dass da noch so viel mehr passieren wird und halt auch sehr viel Politisches wahrscheinlich. Und ich frage mich ja auch, also wenn ich mir so die Cover von den weiteren Bänden angucke, da ist dann ja auch teilweise, glaube ich, auch gar nicht mehr eine Frau drauf. Frage mich, ob dann halt auch die Protagonisten nochmal wechseln. Bitte keine Spoiler dazu in den Kommentaren. Ich möchte das gerne alles selber erfahren. Ich bin super neugierig. Ja, auf jeden Fall eine richtig coole Reihe, an der ich sehr viel Freude habe. Teil 3 habe ich ja auch schon zu Hause. Ich werde aber nach dem zweiten Band wahrscheinlich erstmal eine kleine Pause machen und nochmal was anderes lesen, um nochmal so ein bisschen frischen Wind irgendwie reinzulassen. Aber jetzt gerade bin ich sehr, sehr happy mit dem zweiten Teil. Werde weiterlesen. Und ja, über so manche Entwicklung hier in diesem Teil freue ich mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Möchte natürlich nicht spoilern, werde da auch nicht groß ins Detail gehen, aber ja, da habe ich mich doch über die eine oder andere Sache sehr gefreut. Habe ich gerade noch gesagt, ich freue mich so sehr über einige der Entwicklungen hier. Ja, über die neueste Entwicklung freue ich mich überhaupt nicht. Nur ein paar Seiten später. Oh, Leute. Oh Mann, es bleibt spannend.
Seit der letzten Aufnahme ist ordentlich Zeit vergangen. Mittlerweile ist das Baby nicht mehr im Bauch, sondern hier vorm Bauch sozusagen in der Trage. Und es ist schon eine ganze Weile her, dass ich den zweiten Teil von Throne of Glass ebenfalls beendet habe. Ich habe es einfach nie geschafft, dieses Video zu schneiden. Und jetzt endlich schaffe ich es dann auch mal so das letzte bisschen zu drehen. Mein Abschlussfazit im Prinzip. Auch Teil 2 hat mir sehr gut gefallen. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich muss mal nachgucken, ob ich dem 4... Ich glaube, ich habe so 4 Sterne vergeben, aber so eher so 4,5. 4, genau. Aber also 4 Sterne habe ich vergeben, weil bei Goodreads und so weiter kann man ja keine halben Sterne vergeben. Aber mit dem Gedanken so 4,5. Weil was ich hier einfach richtig, richtig gut fand, das war das Ende, der Schluss. Weil ich habe ja schon die ganze Zeit in eine bestimmte Richtung irgendwas vermutet. Ohne jetzt hier natürlich spoilern zu wollen, will ich auch nicht sagen, was meine Vermutung war. Es war nicht das, was es letztendlich dann jetzt am Schluss aufgedeckt wurde, aber es gab gegen Ende nochmal so einen Plot-Twist. Und so meine Vermutung hatte halt irgendwo damit zu tun, aber das, was es letztendlich wirklich war, da habe ich nicht mit gerechnet. Und das fand ich einfach richtig gut. Vor allem das Ende hat so viel Potenzial, dass es, ich habe auch irgendwo mal gelesen, in irgendeiner Review vor kurzem, dass ab Teil 3 die Handlung nochmal so richtig krass losgeht. Und genau darauf deutet halt auch das Ende vom zweiten Band hin. Es wird nochmal was ganz Neues irgendwie aufgemacht und die Handlung geht nochmal in eine ganz andere Richtung und ich bin da so gespannt drauf und ich bin also richtig, richtig hyped, muss ich sagen. Ich habe nicht die 5 Sterne vergeben, weil ich mir irgendwo aus irgendeinem Grund immer nochmal so ein bisschen Luft nach oben auflassen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Es klingt so doof. Aber so der zweite Teil war am Anfang ja halt so ein bisschen langsamer für mich. Ich hatte halt so ein bisschen Schwierigkeiten, ja, irgendwie hier richtig voranzukommen. Ich hatte das auch ganz kurz, glaube ich, mal erwähnt im Vlog. Aber irgendwann ging es dann halt. Also irgendwann war ich dann halt so richtig, richtig drin und dann ging es auch. Und mich hat die Handlung halt auch total mitgenommen. Fand es richtig, richtig gut. Sehr, sehr spannend, aber es hat so an den 5 Sternen für mich gekratzt und ich gebe 5 Sterne, ich gebe das einfach so selten. Aber es hat wirklich dran gekratzt und habe gedacht, okay, vielleicht ja Band 3. So das, was ich gehört habe, Band 3 soll da halt einfach auch ziemlich, ziemlich gut werden. Deswegen wollte ich mir so dieses Klitzebisschen einfach noch offen lassen und vielleicht kriegt dann ja Teil 3 die 5 Sterne. Aber insgesamt muss ich schon mal sagen, wirklich bisher, ich kann jetzt noch nichts über die ganze Reihe sagen, ich habe nur Teil 1 und Teil 2 gelesen, aber für mich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend, eine richtig gute Reihe. Ich finde die Idee total gut, ich mag den Schreibstil sehr gerne, das ist halt alles sehr, sehr packend geschrieben, deswegen bin ich sehr guter Dinge, was den Rest der Reihe angeht. Ihr wisst, Teil 3 habe ich schon hier und wird dann auch demnächst gelesen. Ich habe jetzt erstmal eine kurze Pause gemacht, habe ein paar andere Bücher gelesen. An dieser Stelle werde ich jetzt diesen Vlog auch beenden. Teil 3 machen wir da jetzt nicht mehr mit rein. Ich glaube, das ist so jetzt auch schon lang genug. Und irgendwann wird es ja auch schwer, über so eine Reihe zu reden, ohne zu spoilern. Da kann man dann zum Inhalt einfach nicht mehr viel sagen. Deswegen ist jetzt der Teil zu Band 2 deutlich kürzer ausgefallen in diesem Video als zu Band 1. Weil ich möchte ja natürlich niemanden hier irgendwas vorwegnehmen. Das hier ist jetzt auch das erste Video, das ihr seit langem auf diesem Kanal wieder seht. Es war sehr lang sehr still hier, weil es mir einfach ja aufgrund der Schwangerschaft nicht besonders gut ging. Und ich musste da halt ganz klar Prioritäten setzen von dem, was geht und was nicht geht. Und für mich hatte dann halt so der Hauptkanal halt einfach eine höhere Priorität leider als dieser Kanal. Auch, weil ich nicht so viel gelesen habe. In der Schwangerschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man nicht liest, dann hat man für so einen Bücherkanal halt auch einfach wenig Content. Außer ständig ein neu zugängliches Video nach dem nächsten, was dann halt auch auf Dauer langweilig ist. Und es geht ja nicht bei einem Bücherkanal, wie ich finde, darum, ums Bücher kaufen, sondern auch darum, sie zu lesen und ja seine Meinung darüber kundzutun und sich mit den anderen auszutauschen. Und das möchte ich natürlich auch machen. Deswegen mache ich dann halt lieber kein Video, als nur schnöde ein neu zugängliches Video nach dem nächsten rauszuhauen. Nichtsdestotrotz, schon mal eine kurze Ankündigung, es wird demnächst ein neuzugängliches Video geben. Ich habe nämlich, es sind einige Bücher bei mir eingezogen, nicht nur Throne of Glass 2 und 3, sondern auch einiges mehr. Deswegen könnt ihr da gespannt sein. Ich werde auch ein Video dazu machen, was ich in der gesamten letzten Zeit, seit das letzte Video hier online gegangen ist, gelesen habe. Ja, das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch weiterhin auf diesem Kanal bleiben möchtet. Ich hoffe, dass ich da jetzt wieder so ein bisschen regelmäßiger was machen kann. Mal sehen, wie das kleine Mäuschen mich hier lässt.
Und jetzt sage ich aber erstmal Tschüss und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.